So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part Just Cause 2. Ich bin schon mal hier hingegangen. Dort war noch irgendeine Anlage unentdeckt. Die werden wir jetzt einfach mal schnell erledigen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch die blauen Punkte einsammeln. Ich denke mal, hier die drei können wir noch schnell holen und dann irgendwie, weiß nicht, den Berg hoch. Hier haben wir sogar schon knapp alles, dass wir dann so diesen unteren Zipfel, so sage ich schon mal, abschließen. Genau, und ich habe mich natürlich wieder ein bisschen nach euren Fragen, nach eurer oder nach neuen Spielen erkundigt, die ich machen könnte. Denn die Sache, ich habe ja letztes Mal angesprochen, dass ich Spiele schon im Blick habe. Das eine Spiel, dieses Hype mit dem Lego-Ritter, Playmobil-Ritter, das hat sich schon erledigt. Das werde ich auf keinen Fall machen, weil es funktioniert einfach nicht. Man kriegt es nicht installiert. So, na komm. Deswegen wird das schon mal ausfallen. Ich habe mir aber auch schon mal weitere Sachen überlegt. Beziehungsweise eine Sache vor allen Dingen. Und zwar werde ich mir gleich nach der Aufnahme oder ja, in geraumer Zeit, sagen wir mal so. Vielleicht nicht direkt gleich, aber halt irgendwann. Werde ich mir FTL holen. Faster Than Light. Ist auch ein Indie-Spiel, was ich glaube schon vor ein paar, ja, ich würde mal sagen so 3 Monaten rausgekommen ist oder so. Und ich habe es erstmal liegen gelassen, sage ich mal. Ich habe mir erstmal angeguckt und dachte mir, naja, geht so, ne? Also ist jetzt nicht so mein Ding. Hab dann jetzt mal gesehen, dass noch mehr Leute dieses ganze Spiel anfangen und wieder hochloben und Indie-Spiel des Jahres und so weiter. Und da dachte ich mir, da muss ja irgendwas dran sein, das kann ja... So unspannend, wie das da aussah, kann das dann ja scheinbar doch nicht sein. Hab mir das nochmal genauer angeguckt bei GameTube und bei Northern Lion. Auch im kanadischer Let's Player. Ist auch ziemlich gut übrigens. Alter. So. Und hab mir jetzt mal einige Stunden angeguckt. Ah, ist das knapp. Und muss sagen, es ist wirklich geil. Also, ich habe das Spiel unterschätzt und es ist eigentlich so... Weiß ich nicht, das macht man bei Indie-Spielen ja ganz gerne, dass man die unterschätzt. Das ist jetzt quasi so ein Spiel, also ich werde da auf jeden Fall ein Let's Show zu machen. Ich denke mal, ich werde auch ein ganz Let's Play zu machen. Muss ich mal sehen nach der ersten Aufnahme, wie ich das mache. Es ist quasi so ein Spiel wie The Binding of Isaac oder so, wo man nur ein Leben hat. Und wenn man stirbt, dann ist man tot. Allerdings ist das dann auch so ein Spiel, wo man es zwar schon relativ schnell durchspielen kann. Ich denke mal, so in einer Stunde kann man es schon durchspielen. Allerdings ist es dann auch so, dass jeder Lauf, den man anfängt, komplett anders ist. Also Faster Than Light bezieht sich auf halt Lichtgeschwindigkeit, Raumfahrt und sowas. Und wie das Spiel genau funktioniert, werde ich dann natürlich im Video dann noch erklären und jetzt nicht hier. Aber es geht quasi darum, so eine eigene Crew zu managen und sich gegen andere Piraten und sowas durchzusetzen und alles. Und es hört sich vielleicht erstmal unspannend an, es hat ein simples System, was aber gut funktioniert und eigentlich auch Raum für viele Möglichkeiten lässt. Also jedes Mal, jeden Schritt, jede Runde, die du anfängst, hast du wieder ganz viele andere Möglichkeiten, die Runden zu gestalten und ob du dich jetzt für einen guten Weg entscheidest, für einen schlechten Weg ein Risiko eingehst, einen Feind jetzt lieber abziehen lässt oder ob du ihn bezahlst, statt dass er dich angreift oder wie auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten und jedes Mal ist es anders. Und habe dann gemerkt, dass es echt geil ist. Und wenn man dann, da kann man auch noch mehrere Raumschiffe freischalten und alles, die dann wieder komplett anders aussehen und sich anfühlen und andere Waffen zu Anfang haben und so weiter. Und wenn man dann erstmal, weiß ich nicht, so ein bisschen, wenn man sich da ein bisschen erstmal dran auskennt, dann macht es auch echt Bock, glaube ich. Deswegen werde ich mir das jetzt gleich holen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch schon die erste Aufnahme mal machen. Und hoffe, dass es dann soweit auch sich gut spielen lässt. So, hier war noch irgendwas. 12%, also irgendwo wahrscheinlich hier unten noch. Weil das Teil steht ja noch. Ja, gucken wir mal. Hier müssen wir es zum Explodieren bringen. Dann stellen wir den mal irgendwo ab. Ich hoffe, dass er mir jetzt nicht gleich geklaut wird, aber ich schätze einfach mal. Ja, lassen wir es mal so. So.
Genau, da hätte ich schon Bock drauf. Also Let's Play ist halt so eine Sache. Du kannst so oft spielen, wie du willst. Ist immer was anderes. Das finde ich ist halt ganz gut. Hat so einen kleinen Faktor, man kann es durchspielen. Aber man kann es auch unendlich lange spielen, theoretisch. Je nachdem halt, wie die Lust und Laune ist. Und ich persönlich hatte halt bisher ziemlich viel Laune und muss halt deshalb mal sagen, dass ich da schon Bock hätte, was zu machen. Und wenn man dann halt quasi mal so ein... Oh, das wäre so ein Sprengmeister. Wenn man da quasi mal so einen Run schafft, kann man dann ja immer noch entscheiden, okay, spielen wir jetzt noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Oder wenn es dann halt auch einfach mal zu viel wird, kann man dann ja auch einfach mal sagen, okay, wir pausieren das Projekt oder wir... Oh, scheiße. Jetzt habe ich die 4 übersehen. Oder wir, weiß ich nicht, lassen das erstmal weg und, weiß ich nicht, spielen das dann erstmal nicht mehr weiter. Das finde ich ziemlich geil. So, da kommt schnell raus. Ist das mein Heli? Nee. Okay, das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht alles, oder? Doch. Okay, also mussten wir nur noch das Teil erledigen. Dann setzen wir uns mal hier wieder in den Heli, der hoffentlich jetzt noch abheben kann. Das war jede Minute wert. Und das wäre noch so ein Vorschlag. Also auch da könnte man dann ja auch gut, falls es euch nicht gefällt, einfach eine Runde mal spielen, sage ich mal. Und dann, ja, weiß ich nicht, also eine komplette Runde, was dann irgendwie so eine Stunde oder so mal dauert, kann man dann ja einfach mal spielen. Oder vielleicht auch 2 Stunden, je nachdem. Kann man dann ja spielen und wenn es euch dann trotzdem nicht gefällt, dann kann man es ja immer noch sein lassen. Man hat das Spiel durchgespielt, man kann zwar noch mehr rausholen, aber... Also ich finde es ganz geil so. Und da werde ich auf jeden Fall mal was anfangen und dann gucken, wie es euch gefällt. Und mich dann so, ja, ein bisschen danach richten. Wo wir auch gleich schon beim nächsten Thema sind, was ich mal ansprechen wollte in diesem Part. Nämlich, wie das ist mit... Oh, dass man sich bei Let's Plays und sowas ein bisschen verstellt. Wir kennen das ja alle, dass man manchmal Videos sieht oder Let's Plays oder sowas, wo Leute versuchen, künstlich lustig zu sein. Oder wo sie sich anders verhalten als normalerweise. Irgendwie in echt oder so. Oh, scheiße. Wenn man die Person in echt kennt, ist das dann natürlich einfach herauszufinden. Wenn nicht, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Warte mal, den holen wir uns so. Na komm. So. Manchmal, wenn er den Raketenwerfer ausgerüstet hat, will er einfach nicht auf die MP wechseln. Ich weiß nicht warum. So. Dann geht er mal rein und schnorrt das Teil. Genau. Bei mir ist es so, ich versuche mich nicht zu verstellen. Ich bin wahrscheinlich, was Let's Plays angeht, offener als in echt. Ist einfach so, weil hier spreche ich logischerweise nicht vor einem offenen Publikum oder vor, also in, sag ich mal, oh, da waren wir schon, in Echtzeit vor einem richtigen Publikum, sondern ist halt alles Aufnahme und theoretisch könnte ich hier auch Sachen, die im Nachhinein irgendwie nicht so gut waren oder so, kann ich auch im Endeffekt rausschneiden. Ich kann auch eine Pause machen und mir erst überlegen, was ich sage. So gesehen, das geht natürlich in echt nicht. Demnach bin ich hier ein bisschen offener, ein bisschen gesprächiger eigentlich. Und, das ist dann so eine Sache an Verstellung, die man, denke ich mal, gut verkraften kann, weil es was Gutes ist. Wenn ich dann aber manchmal so Videos sehe, wo dann Leute sich künstlich lustig verstellen, das merkt man halt einfach. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass viele Leute mir auch immer sagen, dass ich mal, ich sag mal, ein bisschen lustiger sein sollte, ein bisschen mehr Witze erzählen sollte und sowas. Und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass das gar nicht geht, weil das bin ich nicht. Ich kann nicht pro Part irgendwie 5 Witze erzählen oder so. Und dann habe ich meine Witze abgearbeitet oder so. Das funktioniert so nicht, weil dann verstelle ich mich, man merkt das. Man wird wahrscheinlich auch merken, dass mir das irgendwie so, weiß ich nicht, das kommt dann so plump rüber, einfach Witze erzählen oder so. Das passt nicht. Wer mich kennt, der weiß, dass mein Stil eher so ist, dass ich höchstens mal irgendwie einen witzigen oder sarkastischen oder satirischen oder wie auch immer so einen Kommentar halt abgebe. Anstatt jetzt so, sag ich mal, ohne Vorlage einfach einen Witz zu erzählen, sag ich mal. Ohne Vorlage meine ich jetzt, dass ich einfach so sage, hier, Tom und Jerry und was auch immer. Vorlage heißt dann quasi, wenn jetzt hier jemand einen Unfall baut, da kann man dazu irgendwie einen Kommentar abgeben, was weiß ich.
So, das ist eher mein Stil, dass ich mehr so einen Kommentar abgebe. Und das kann sein, dass es bei anderen anders ist. Bei mir ist es nicht so und deswegen wird das bei mir gar nicht funktionieren. Und wenn dann Leute sagen, ja, mach das doch mal so oder so, dann ist das natürlich auch wieder so eine Sache, dass man sich verstellt. Eventuell sogar in Richtung Mainstream, könnte man schon sagen, dass man sagt, okay, die anderen machen das zwar auch so, könntest du ja auch mal so machen, sag ich mal. Wird ein bisschen witziger rüberkommen. Das kann ja gut sein, dass es witziger rüberkommt. Das ist dann aber einfach nicht mein Stil. Und es passt dann halt einfach nicht. So, man könnte auch sagen, weiß ich nicht, wenn mir jetzt Dubstep mega gefallen würde oder so. Und, weiß ich nicht. Man hat jetzt irgendeine Werbung oder so. Kennen wir ja ganz gut bei Werbung mittlerweile. Ja, die Werbung würde mir aber besser gefallen, wenn da jetzt Dubstep mit drin wäre oder so. Obwohl das dann irgendwie, weiß ich nicht, VW-Werbung ist. Und das passt halt einfach nicht dazu. Und das wird dann auch künstlich rüberkommen, dass sie halt versuchen, okay, wir versuchen jetzt, weiß ich nicht, Mainstream zu sein in dem Sinne. Und halt künstlich irgendwie, ja, uns der Masse anzupassen. Und das finde ich doof, das mache ich nicht. Und dabei, ja, will ich auch eigentlich bleiben. Genauso ist es mit Spielen. Das habe ich, glaube ich, schon in irgendeinem anderen Video schon mal angesprochen. Oh, warte mal. Ah, fuck. Hier ist noch irgendeine Sache zum Einsammeln. Gehen wir gleich nochmal hin. Bei Spielen ist das auch so, wie gesagt, irgendwo habe ich es mal angesprochen, dass ich beispielsweise keine Spiele Let's Playe, worauf ich selber keinen Bock habe und die mir nicht ins Schema passen. Mein Let's Play-Schema sind mehr RPGs, Open-World-Spiele und Indie-Spiele und eben Rennspiele mittlerweile auch. Und wenn jetzt jemand kommt, okay, ich spiele doch mal Dead Space 3 oder so, das passt nicht ins Schema, weil es einerseits, nicht in das Schema passt, sage ich mal, weil es Horrorspiel ist. Dann zweitens finde ich es meistens doof, mittendrin anzufangen. Und drittens halt diese neuen Spiele, sag ich mal. Das ist halt immer so eine Sache. Bei neuen Spielen kann man dann auch gut sagen, okay, das wird jetzt auch wieder so mehr ein Mainstream-Let's Play oder so. Bei manchen ist das ja in Ordnung, weil sie halt nun mal so sind. Das ist nun mal ihr Stil, dass sie die neuesten Spiele spielen. Mein Stil ist es nicht und deswegen ist das halt einfach so. Und das wollte ich auch noch mal kurz gesagt haben. So, und was gibt es noch zu sagen? Jemand hat dann noch gefragt. Ich denke mal, das war jetzt eigentlich nicht so als Community-Frage gedacht, aber ich kann es ja trotzdem mal hier beantworten. Und zwar, ob Team Fortress 2 kostenlos ist. Und ja, Team Fortress 2 ist kostenlos. Man kann Geld drin ausgeben, muss man aber nicht. Man kann auch sogar Geld damit verdienen. Ich weiß nicht genau wie, irgendwie mit bestimmten Items, die man da verkaufen kann oder so. Habe ich nichts mit am Hut eigentlich. Aber ja, das geht. Das war mal nicht free to play. Wurde dann aber irgendwann mal geändert. Und da haben sich natürlich auch die Leute, die es gekauft haben für 20 Euro damals. Ich hätte es mir damals auch mal fast für 20 Euro geholt. Sind dann natürlich ziemlich sauer, dass auf einmal ein Spiel kostenlos wird. So wie als wenn jetzt WoW irgendwie monatlich kostenlos werden würde. Da würden sich die Spieler, die wahrscheinlich schon 5 Jahre lang spielen, würden sich wahrscheinlich auch aufregen. Ja, ich habe ja, weiß nicht, 1000 Euro umsonst ausgegeben oder so. Und ja, ist halt dann nun mal so. Aber nein, es ist kostenlos und ich spiel's nicht, um damit die nächste Frage aus dem Weg zu räumen. Nicht mehr. Ich hab's mal angefangen irgendwann. Fand's auch ganz nett soweit. Mittlerweile aber irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht mehr so mein Ding. Ich geh mal schnell raus. Jetzt wollen wir noch kurz zu dem Punkt, wo wir gerade das Rennen angenommen haben. Ja, wie gesagt, da war noch was. Irgendwo war da wohl noch was. Das würde ich noch ganz gerne einsammeln. Genau, und jetzt, wo ich das erzähle, ist vielleicht sogar das erste Video von Faster Than Light sogar schon raus. Gehe ich sogar mal von aus, dass es schon draußen ist. Und dann könnt ihr mir einfach mal eure Meinung schreiben und dann, das ist dann auch so eine Sache, Meinung schreiben mit Umfragen und so weiter. Das finde ich ist so eine Sache von Anpassung und nicht Veränderung oder Verstellung. Da gibt es für mich auch nochmal so eine kleine Verschiedenheit. Wenn man versucht, sich zu verändern, dann ist das immer so eine negative Sache. Eine Anpassung, sage ich mal, ist eher so eine positive Sache. Also, ja, weiß ich nicht, anpassen ist, weiß ich nicht. Anpassen ist mehr so über Dauer. Also, dass man über eine bestimmte Dauer sich anpasst an irgendetwas. Beispielsweise hatte ich auch mal gesagt, dass ich keine Ego-Shooter mag. Das hat sich mittlerweile auch angepasst bei mir. Sowas zum Beispiel. Das ist keine Veränderung. Ich verstell mich da nicht, weil mittlerweile mag ich sie nun mal.
Und Verstellung ist dann wahrscheinlich auch mehr sowas, wo ich sage, okay, das möchte der eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt auf einmal Horrorspiel Let's Playen würde, dann würde ich auch sagen, okay, da verstelle ich mich, weil das will ich ja eigentlich gar nicht. Anpassung wäre dann wahrscheinlich, ja, mittlerweile mag ich das alles. Mittlerweile gefällt mir das, dann ist das natürlich was ganz Gutes. Also würde ich das interpretieren. Um auch das mal ganz kurz aufzuklären. Aus meiner Sicht hinaus. Das kann natürlich jeder anders sehen. Ich sage ja auch nicht, dass meine Meinung jetzt irgendwie die beste wäre oder so. So sehe ich das einfach. Und genau. Das ist natürlich auch so eine Sache, dass wenn jemand Spielevorschläge schickt oder so, finde ich es natürlich immer ziemlich geil, weil es gibt eigentlich von jedem Spiel Let's Plays. Selbst von diesem Hype gibt es mindestens 2 deutsche Let's Plays oder so. Und das ist dann natürlich auch immer so eine Sache, man fühlt sich natürlich in gewisser Weise geehrt, so, dass ausgerechnet ich dann ein bestimmtes Spiel Let's Playen soll. Wobei es diese Videos ja schon auch mehrfach gibt oder so. Das finde ich immer ganz nett, wenn dann Leute schreiben, ja, kannst ja mal das ausprobieren, da finde ich irgendwie keinen passenden Let's Player. Und wenn das jetzt sowas wäre wie, weiß ich nicht, ein neues Spiel, irgendwie Assassin's Creed 3 oder so, wo es schon wirklich jeder Let's Played hat, da fühlt man sich natürlich umso mehr geehrt. Die andere Sache ist dann aber auch, dass gerade diese Verschiedenheit natürlich so, ja, weiß ich nicht, so gut in der Let's Play-Szene ist. Man kann sich aussuchen, bei wem man das Ganze guckt. Und die Zuschauer müssen sich halt einfach einen guten Typen aussuchen, den sie dann halt verfolgen. Irgendwie, weiß ich nicht, für Action-Let's Plays kann man natürlich jemand anderen gerne gucken, als für, ja, als für andere Sachen oder so. Oder jemand kann vielleicht besser Rennspiel-Let's Plays kommentieren, als irgendwie, weiß ich nicht, ein FIFA-Let's Play oder so. Und dann kann man das natürlich bei mehreren verschiedenen Leuten gucken. Mache ich ja auch, teilweise so. Und, da finde ich es natürlich ganz gut, wenn man jetzt einfach auch mal mehrere Leute hat. Ja, sag mal ruhig. Wenn man mehrere Leute hat, die quasi das gleiche Spiel spielen, aber halt komplett anders kommentieren. Das ist halt das Gute daran. Man kann sich aussuchen, was man sehen möchte und wie man es sehen möchte. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich gucke mir jetzt ein, weiß nicht, in meinem Fall zum Beispiel jetzt Super Meat Boy Let's Play an. Da habe ich mittlerweile schon 3 oder 4 Let's Plays von geguckt. Bin aber immer noch begeistert, wie jetzt zum Beispiel The Wolverus das Spiel wieder spielt, weil er fällt halt zum Beispiel mehr, was mir halt dementsprechend Spaß macht, weil ich habe das Spiel, ich kenne das Spiel und ich kann es auch einigermaßen. Find's dann aber ganz geil, wenn ich dann zum Beispiel auch Leute sehe, die es einfach nicht so gut können wie einer selber oder so. Und man sagen kann, okay, der spielt jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie Hallowed oder so oder Deathmig, die das zum Beispiel auch schon Let's Played haben. Und die kommentieren halt alle komplett anders, aber es macht mir auf jede Weise wieder irgendwie Spaß. Und wenn ich mir dann halt irgendeinen anderen angucke, der Super Meat Boy macht, kann es natürlich sein, dass mir das wieder nicht gefällt, weil es irgendwie halt, ja, ist so, weiß nicht, kann ja sein, dass er das ganz anders kommentiert und mir die Kommentierweise nicht gefällt oder die Stimme nicht gefällt oder so. Und deswegen finde ich, sollte man auch so diese Meinungen teilweise oder die, das, was man Let's Playen möchte, sollte man meistens, außer man steht eben auf so Umfragen, wo man dann sagt, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, sollte man auf diese Umfragen eigentlich verzichten, weil man sich halt selbst nicht sicher ist und alles. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele einfach das, was alle spielen, dann ist es auch irgendwie langweilig. Aber man hat, wie gesagt, einfach das Gefühl, oder man hat die Möglichkeit, verschiedene Let's Plays oder gleiche Let's Plays verschieden zu gucken. Das finde ich jetzt ganz gut bei Let's Plays. Wenn ich mir jetzt eine Sendung angucken möchte oder so, die ist immer gleich. Let's Plays sind im Prinzip von der Struktur her, also sag ich mal, vom Spiel oder so, sind die halt auch immer gleich. Aber sie gehen halt anders an die Sache ran und das finde ich ist ganz gut. Und das sollte man dann teilweise auch dem Let's Player einfach entscheiden, weil sich der Zuschauer einfach die Let's Player an, ja, aussuchen kann und nicht andersrum. Ich kann mir als Let's Player meine Zuschauer nicht aussuchen, aber die Zuschauer können sich ihre Let's Player aussuchen. Und das geht halt deutlich schneller, als wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, die Meinung von einem dann irgendwie gerecht werden soll. Weiß ich nicht, beispielsweise bei GTA oder so höre ich das häufig, dass ich einfach mal die Grafik besser machen sollte. Und da kann man dann immer ganz gut sagen, ja nee, dann, wenn es dir nicht gefällt, dann guck's halt nicht oder guck's woanders oder spiel's halt selber. Dann hast du, Alter, was machst du denn jetzt die ganze Zeit? Jetzt geh raus, meine Güte. So. Oder dann kaufst du halt selber, wenn es dir nicht gefällt, so nach dem Sinne. Oder nach dem Motto.
Und deswegen müssen sich die Leute teilweise einfach anpassen in dem Sinne. Nicht verstellen, aber anpassen. Ja, genau, wäre das auch wieder abgeklärt. könnt ihr mir natürlich auch gerne eure Meinung zuschreiben. Genau, noch ein anderes Update, sag ich mal, von mir. Denn ich werde mir auch die Tage irgendwie in dieser Woche noch, vielleicht habe ich es auch, wenn das Video schon rauskommt, ein Grafiktablett mal zulegen. Und werde dann mal schauen, wie das so funktioniert. Weil ich habe da jetzt mega Bock drauf, so noch mehr Charaktere zu zeichnen und so. Und dementsprechend auch so mal richtig zu zeichnen. Also die beiden vom letzten Mal, die ich bei Facebook hochgeladen habe, die waren ja schon ganz gut, sag ich mal so. Das zweite gefiel mir noch besser, weil es halt professioneller war und in dem Stil ist, wie es halt eigentlich sein sollte. Aber wenn man dann noch so ein Grafiktablett hat und nicht mit der Maus zeichnen muss, dann ist das wahrscheinlich schon mal ein deutlicher Unterschied und ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert alles. Und da habe ich mega Bock drauf. Und da werdet ihr vielleicht dann noch bald ein bisschen professionellere Bilder sehen. Wo man dann auch einfach deutlich mehr Arbeit reinstecken kann. Weil es macht vermutlich schon einen deutlichen Unterschied, als wenn man jetzt... Weil man kann ja auch nicht so gut auf dem PC mit der Maus zeichnen, sag ich mal, als wenn man jetzt auch mit einem Stift irgendwie auf einem Blatt Papier oder so zeichnet. Das ist ja ganz klar. Denn mit der Maus ist man ja viel unpräziser und alles. Und man hat mehr so... Man hat nicht so dynamische Striche, sag ich mal. Falls man das jetzt von der Bedeutung her verstehen kann. Also die sind alle gleich. Wenn ich mir jetzt ein Muster, sag ich mal, mit der Maus zeichnen soll, dann ist das alles irgendwie, also dann passt das alles nicht so gut. Die sehen alle ziemlich gleich aus und irgendwie unspektakulär. Wenn ich jetzt zeichne, sag ich mal, so ein Muster, dann sieht das schon mal deutlich besser aus. Die Striche sind dann irgendwie ja, besser, dynamischer halt in dem Falle. Ich weiß nicht, dynamischer sagt man in dem Fall wahrscheinlich eigentlich gar nicht, aber irgendwie finde ich, passt das Wort gerade. Aber ja, da könnt ihr dann euch nochmal auf weitere Sachen freuen. Und ich werde jetzt auch hier erstmal wieder einen Cut machen. Oder Moment, was ist das? Naja, das ist mitten hier drin, aber es hat auch noch 0%, deswegen machen wir das irgendwie in der nächsten Folge oder so. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Just Cause 2 wieder. Und ja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.